Das türkische Fernsehen ging gleich live auf Sendung. Die ersten Teile des russischen Luftabwehrsystems seien in der Türkei angekommen, hieß es. Kurz darauf bestätigte die türkische Regierung, dass die Auslieferung der S-400 heute begonnen habe. Das Verfahren läuft nach Plan. Wir koordinieren die Abwicklung der Lieferungen. Das Verteidigungsministerium hat die nötigen Informationen dazu gegeben. Es gibt keine Probleme. Die russische Abwehrtechnik könne NATO-Waffensysteme ausspionieren und dürfe nicht geliefert werden, hagelte es nach dem Kauf Kritik aus Washington und von der NATO in Brüssel. Doch die Türkei blieb hart. Es geht nicht mehr darum, ob die Türkei es kauft. Wir haben es gekauft, das Geschäft ist gemacht. Es ist kein Angriff, sondern ein Verteidigungssystem und ich werde alles Notwendige tun, um mein Land zu verteidigen. Die USA drohen mit Sanktionen. Doch vor knapp zwei Wochen beim G20-Gipfel in Japan versprach Präsident Trump, er wolle keine Strafen gegen den NATO-Partner verhängen. Man hat damals verhindert, dass er unser Patriot-System kauft, bis er sagte, dann kaufe ich halt was anderes. Da hat man gesagt, okay, aber so macht man doch keine Geschäfte. Trotzdem wurden türkische Piloten vom Ausbildungsprogramm an den neuen amerikanischen F-35 Tarnkappenbombern ausgeschlossen. Eine erste Warnung. Doch wird es weitere Strafen geben? Seit heute müssen die Fragen, die sich seit langem stellen, beantwortet werden.